Hallihallöchen, liebe Zuschauer. Ich hoffe mal, euch geht's gut. Mir geht's wunderbar. Nur so als Nebeninfo. Ich möchte euch heute mal wieder was Neues vorstellen. Und zwar ein Klassen-Setup-Video. Aber bevor ich euch das vorstelle, geht ihr doch bitte mal sicher, dass ihr einen Daumen nach oben gegeben habt. Und natürlich ein Abo hinterlassen. Das wird mir extrem weiterhelfen. Und euch natürlich auch beim Verfolgen meiner Videos. Aber naja, jetzt erstmal zum Klassen-Setup. Wir gehen direkt mal rein in die Geschichte und zwar diesmal ein Klassensetup für alle Spielmodis, wo es ein bisschen hergeht. Wie jetzt zum Beispiel Team Deathmatch, Herrschaft, Blitzangriff, wie auch immer. Habe ich dabei bei meiner Klasse den Ripper mit Schalldämpfer und Griff natürlich. Griff, weil die Waffe mal wieder ein paar Präzisions- oder Rückstoßprobleme hat, wie man auch immer das nennen will. Dann habe ich soweit nichts mehr, also keine Sekundär, keine Primär und keine Taktik. Dann kommen wir über zu den Extras. Die Extras, die sind bei mir Fingerfertigkeit, Beweglichkeit, Schnellzielen, Totenstille und der Plünderer natürlich auch mit am Start. Wir brauchen ja die Munition. Dann habe ich da als Angriffspaket den Spezialist, weil ich halt ein echter Spezialist bin. Ne, bin ich zwar nicht, aber trotzdem Spezialist ist eine ganz geile Sache, wenn ihr auf Campstrike gehen wollt oder wenn ihr allgemein ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sammeln wollt. Aber bei dem Spezialist sind bei mir dabei. Einmal hier da unten der Spieler ist dabei, dann ist dabei der blinde Überwacher, Marathon, Vorbereitung, starke Arm, Erniedrigung. Das sind die Extras, wo man so kriegt, wenn man den Spezialistenbonus hat. Und dann habe ich noch als zwei Extras, wenn man jetzt halt auf der 3 und der 6, habe ich einmal den Hardliner und dann die Auf jeden Fall regenerieren sie ihre Gesundheit schneller, das habe ich noch mit dabei. Aber mir fällt gerade auf, ich habe gar kein drittes Extra dabei, was da in der Serie mit drin ist. Da tun wir, weil ich noch nicht so viel frei habe, obwohl ich habe 48 Druckpunkte, da hauen wir uns den Aussteiger mit rein. Immer noch ein wichtiges Extra. Aber gut, dann schauen wir mal. Ich weiß ja, dass viele Leute nicht den Ripper haben, deswegen schlage ich euch mal eine andere MP vor zum Rushen. Wäre das einmal die MTA-X, natürlich klasse Waffe. Die habe ich in meinem anderen Video schon vorgestellt, wie man die am besten nimmt. So würde ich sie auch in den Online-Matches nehmen, könnt ihr ja mal reinschauen. Dann natürlich K7, auch in meinem anderen Video. Und zwar in dem How-To, in dem Tutorial zu Call of Duty Ghosts, wo ich auch die Laufwege erkläre. Da ist das auch mit drin. Deswegen stelle ich euch jetzt mal eine Waffe, die nicht viel gespielt wird, vor, aber trotzdem extrem geil ist. Die CBJMS, ja, die Waffe, die hat echt was drauf, das kann man nicht anders sagen. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, die zu spielen. Entweder mit Schalldämpfer und Griff, so standardpräzisionmäßig, wenn ihr halt mehr so doch ein bisschen auf Entfernung bleibt. Falls nicht, dann gibt es die auf eine ganz andere Art und Weise zu spielen. Und zwar mit der Mündungsbremse und mit der Magazinerweiterung. So kann man die spielen, so finde ich, geht sie auch extrem ab. Aber die Waffe, die hat einen leichten Verzug. Das heißt, da müsstet ihr tappen und triggern. Also das heißt, antippen, so ein Salven schießen. Falls ihr das nicht machen wollt, dann wechselt die Magazinerweiterung mit dem Griff aus. Ich spiele sie lieber so mit Magazinerweiterung. Und ja, bei den Tarnungen habe ich, glaube ich, bei der noch gar nicht so viel frei. Deswegen nehme ich mal die Eistarnung, die finde ich ganz stylisch. Und bei der würde ich auch die Extras so lassen. Das war's. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen und irgendwelche Vorschläge habt, was ich noch machen könnte an Videos zu Klassensetup, zu COD Ghosts allgemein, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und Jungs, geht auf jeden Fall jetzt nochmal sicher, dass ihr einen Daumen nach oben da gelassen habt und ein Abo, dann würde ich mich extrem freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Vortex. Haut rein, Leute.